Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Special. Es ist ein besonderer Anlass, denn der Kanal Nevano LP wird ein halbes Jahr alt. Angefangen habe ich am 14. August 2012 und wenn dieses Video hochgeht, sollte es im Idealfall der 14. Februar 2013 sein. Das ist von jetzt an gesehen in 2 Tagen. Gucken wir mal, ob ich das auf die Reihe bekomme. Das werdet ihr dann wohl erleben. Und ich habe vor, mit euch heute mal einen kleinen Rückblick auf das vergangene halbe Jahr zu machen. Einfach so mal kurz rausgeplaudert, jetzt nicht groß mit irgendeiner Bildershow und was weiß ich was, weil das liegt ein bisschen außerhalb meiner Fähigkeiten. Aber mal ganz kurz rausgeplaudert, vielleicht mit ein bisschen Text unterlegt. Und zwar, ich habe mir sogar ein paar Notizen gemacht. Ich wollte erstmal auf die Spiele zu sprechen kommen, die ich gespielt habe. Es ist ja jetzt doch schon eine ganze Menge zusammengekommen in diesen 6 Monaten. Und ja, angefangen hat alles mit Trine, mit meinem ersten LP. Und ich denke da auch gerne zurück. Es war eine schöne Erfahrung mit dieser ersten Testaufnahme, die ich ja komplett aufgenommen habe, bevor ich online gegangen bin. Und los ging es ja dann am 14. August 2012. Da gingen dann die ersten Parts online. Ja, und nebenbei auch immer wieder ein paar Flash-Games, die habe ich sehr stark schleifen lassen in letzter Zeit, das muss ich zugeben. Aber dazu später mehr. Grunts war dann wohl mein bisher größtes Projekt und auch das bisher, sagen wir mal, erfolgreichste für mich persönlich. Denn das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum ich LP'e. Nämlich um Spiele durchzuspielen, zu denen ich mich sonst, oder zu denen ich nicht gekommen bin oder die ich niemals wirklich durchgespielt habe. Und das Ganze dann auch festzuhalten. Im Nachhinein also wirklich was in der Hand zu haben. Und bei Grunts habe ich das jetzt in Form von über 60 Videos, ein komplettes Spiel aus meiner Kindheit, durchgespielt. The Binding of Isaac als kleines Nebenprojekt ist auch ein bisschen auf Eis gelegt momentan. Ich würde da gerne wieder was machen. Ich kriege kaum genug von Binding of Isaac LPs, die ich sehr gerne gucke. Ich verschlinge sie. Aber ich würde gerne auch mal wieder selber spielen und mal gucken, ob ich in nächster Zeit dazu komme. Die Miniserie Let's Look At sollte auch ein bisschen ausgebaut werden. Bisher sind da 2 Projekte drin. Trilby und Zomboid, Project Zomboid. Da sollte doch noch einiges mehr kommen. Immer wieder, wenn ich interessante kleine Spiele finde. So ein Spiel wie das, was ich jetzt auch in diesem Special gleich spielen werde, würde wohl in diese Kategorie ungefähr auch passen. Aber in dem Fall kriegt ihr es ja halt als Special präsentiert. Rebuild 2 und Last Stand Union City, die beiden Zombie-Flash-Spiele. Ja, habe ich aufgenommen, weil ich Flash-Spiele liebe und weil ich bei Let's Flash, bei der Let's Flash-Serie, nicht wirklich dazu komme, größere Flash-Games als Serie durchzuspielen. Also ich meine, ich will kein 5-stündiges Video hochladen. Das will ich wirklich nicht. Und diese Spiele sind in meinen Augen auch ziemlich spaßig und deswegen haben es auch verdient, als Serie zu erscheinen. Inzwischen ist ja klar, dass die auch nicht, also sind ja inzwischen zu Ende. Und es war auch klar, dass die nicht endlos laufen. Ich könnte wochenlang Rebuild 2 spielen, aber das will ja auch keiner sehen. Es wiederholt sich halt irgendwann, aber es war schön, solange es angedauert hat. Warp ist, glaube ich, ein sehr spaßiges Projekt für viele, die es nicht kennen, weil es ein sehr ungewöhnliches Spiel ist und es bereitet mir immer noch eine Höllenmenge Spaß. Ich muss auch noch ein paar Parts aufnehmen für den 3. Durchlauf. Wird dann auch in den nächsten Tagen geschehen. Und ich hoffe, dass euch dieses Projekt ebenso gefallen hat wie mir. Stealth Bastard, ein kleiner Lückenfüller, der inzwischen doch relativ groß geworden ist. Ich habe vor allem mit diesem Projekt angefangen, weil ich dann auch mal keine durchlaufende Story habe, sondern einzelne Level und wir spielen in diesem Part mal diese und diese Level. Und ich kann mir ja ein bisschen aussuchen, wie lange ich die Parts mache und auch mal, wenn ich weniger Zeit habe, vielleicht mal ein 10-Minuten-Video aufnehmen und nicht immer diese üblichen 15, 16 Minuten, auf die ich normalerweise es anpeile. Und in neuester Zeit Battle for Wesnot. Ja, ein tolles Rundenstrategiespiel, bei dem auch noch einiges kommen sollte. Zumindest eine Kampagne möchte ich ja durchspielen. Ich weiß nicht, wie regelmäßig das kommen wird. Aber da habe ich vor, auf jeden Fall noch ein bisschen was für zu produzieren. So, als 2. Punkt an dieser Stelle würde ich gerne ein paar grobe Infos, grobe Statistiken über den Kanal raushauen. Wenn ich richtig nachgezählt habe und alle Playlists eingerechnet habe. Und ich habe auch gerade deswegen nochmal die Playlists aktualisiert. Passiert nicht unbedingt täglich bei mir. Müssten wir jetzt genau bei 200 Videos sein, also am 12.02.2013. Ich hoffe, dass das stimmt.
Und ja, okay. Müssten jetzt genau 200 Videos sein, auf die ich sehr stolz bin und die ich niemals produziert hätte, wenn ich nicht so ein Feedback bekommen hätte. Ich meine, das ist kein großer Kanal und es gibt hier auch nicht 1000 Kommentare täglich zu jedem Video. Aber hätte ich gar kein Feedback bekommen, gar keine Abonnenten, gar keine Zuschauer, wenn das niemand zuschauen, wenn niemand schauen, wenn das niemand schauen würde, sagen wir es mal so, würde ich mir irgendwann die Mühe des Hochladens und Bearbeitens vermutlich nicht mehr machen. Aber solange ich Zuschauer habe und sehe, dass denen diese Videos wirklich gefallen, solange gefällt mir das wirklich gut und es bringt mir auch Motivation und Spaß zu sehen, dass andere Leute mit meinen Videos Spaß haben. Und das sind inzwischen, wenn dieses Video hochgeht, wohl über 200 und dafür ein ganz fettes Dankeschön an alle, die mich unterstützt haben auf dem Weg bis dahin. Genauso gilt das natürlich für die Aufrufe, die inzwischen bei über 3200 prangen oben an den Statistiken. Ich muss sagen, ich glaube, YouTube spinnt ein bisschen. Ich dachte, ich hätte schon 3300 gelesen, habe auf jeden Fall vor einer Weile irgendwie 100 Aufrufe verloren oder so. Aber ich habe auch gelesen, dass bei den 3000ern irgendwie YouTube manchmal so ein bisschen ja, rumhängt und dann Aufrufe löscht oder keine Ahnung was oder aktualisiert, weil es zu viele gezählt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich stolz und dankbar für über 3200 Aufrufe. Ja, die Gesamtspieldauer der Playlist. Ich habe mal versucht, sie zusammenzurechnen und komme auf ungefähr etwas über 55 Stunden Gesamtspielzeit. Kann auch sein, dass ich mich leicht verrechnet habe. Ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Menge. Das sind über 2 Tage Material am Stück. Es ist nicht vergleichbar mit anderen Let's Playern, die 1000 Videos oben haben oder sowas oder da jeden Tag eine Stunde Material raushauen. Aber ich habe ja das hier auch nur als Hobby. Es ist ja nicht mein Beruf. Ich verdiene damit kein Geld. Und dass Leute 55 Stunden lang mir beim Zocken zusehen können, darauf bin ich schon ein klein wenig stolz, muss ich ganz ehrlich, unverschämterweise mal sagen. So, dann wollte ich kurz über die Zukunft sprechen. Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, alte Serien würde ich gern ein bisschen wiederbeleben, sowas wie Isaac, da würde ich gerne wieder mehr aufnehmen. Und auch Flash-Spiele, vor allem dieses Robot Wants Fishy ist es, glaube ich, oder Robot Wants irgendwas habe ich da auf jeden Fall noch übrig, was ich gerne noch aufnehmen möchte, was mir noch fehlt. Und das möchte ich dann auch in ja, absehbarer Zeit hoffentlich machen. Schauen wir mal, was daraus wird. Auf jeden Fall habe ich vor, alte Serien wiederzubeleben. Wann ich dazu komme, weiß ich noch nicht. Dann das übliche Organisatorische am Rande. Schickt mir weiterhin euer Feedback, eure Kommentare und eure Meinung. Ich bin dafür sehr dankbar, freue mich über jeden Kommentar, den ich lese. Und freue mich immer, wenn ich Rückmeldungen bekomme zu dem, was ich hier tue. Das macht mich immer sehr glücklich. So, damit hätten wir den sprachlichen Teil. Na gut, ich rede ja weiter, aber wir hätten jetzt den Blackscreen-Teil. Ich schätze mal, das wird ungefähr darauf hinauslaufen. Hinter uns und kommen jetzt zum Hauptteil des Specials. Let's Operia heißt es nicht umsonst. Wir spielen nämlich, tada, den Surgeon Simulator 2013. Das ist ein Spiel, das in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen die Runde gemacht hat und ich habe mir gedacht, muss ich mal ausprobieren, gucken wir mal, was draus wird. Und ja, wir klicken einfach mal hier rein. Also ich weiß ungefähr schon, was ich machen muss. Ich soll nämlich diesen Menschen operieren, muss mir aber jetzt erstmal die Kontrollen angucken. A, W, E, R und Space, okay. Linke Maustaste, Lower Hand, rechte Maustaste, Hand rotieren. Okay, dann gucken wir doch mal. Oh mein Gott. Also, das hier ist unser Patient. Wir sollen sein Herz transplantieren. Und, okay, was? Rechte Maustaste, Hand drehen. Linke Maustaste. Oh, 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 oh. Okay, das läuft ja schon mal super. Dann habe ich hier Finger. Ja, perfekt. Das Ganze ist mit Unity erstellt, mit der Unity Spiele Engine. Deswegen finde ich das ziemlich cool, weil das im Browser läuft und trotzdem auch die rechte Maustaste unterstützt, was ja nicht so normal ist. So, und ich glaube, die Schwierigkeit hier ist nicht rauszukriegen, was ich machen muss, sondern eher die Transplantation erfolgreich durchzuführen. Wir haben hier eine Menge Utensilien und hier links ist auch der Hammer, der offenbar für den schnellen Sieg sinnvoll ist. Ich habe das Spiel zum ersten Mal in einem Speedrun von 27 Sekunden oder sowas gesehen, was total verrückt ist. Okay, was haben wir hier? Ich möchte die Hand ein bisschen lowern. Ah, die geht von selber wieder hoch oder so. Hier haben wir unser Herz. Ich mach das schon mal auf, dann haben wir es schon mal in Blickweite. Gut, jetzt gucken wir mal.
Aha. Wie greife ich denn am besten was? So, vielleicht. Mit Zeigefinger und mit Daumen. Oh, das funktioniert ja ziemlich gut. Der Anfang ist geschafft. Der Patient ist entblättert. So, und sanfte Gemüter, bitte wegschauen. Weg mit dem Tuch. Okay. Da hätten wir Rippen, Lungen und ein Herz. So, und ich werde das jetzt erstmal... da ist ja übrigens das Radio. Das können wir nehmen. Da wird dann die Musik aus einer anderen Ecke abgespielt oder so. Habe ich das gerade ausgestellt? Nein. Hallo. Ich stelle das mal hier ab. Na, komm. Wir werfen das mal... Ah, jetzt kommt schon her. Wir werfen das einfach mal hier. Zurück auf den Tisch. Wie greife ich das am besten? Ah, mit einem kleinen Finger und mit dem Daumen. Oh, ich glaube, ich werde schnell gut in diesem Spiel. Hand rotieren. Alles klar. Geht auch nicht unmenschlich weit. Vernünftig. Gut, ich würde mal sagen, ich will spaßeshalber mal diese Säge nehmen. Ich weiß, dass man damit ziemlich viel Mist machen kann. So. Kleiner Finger und... weg damit. Moment. Ich räume erstmal hier ein bisschen auf. Hier kann ja keiner arbeiten, so wie dieser Tisch hier aussieht. Hier erstmal ein paar Gläser zur Seite. So ist gut. So, okay. Alles klar, ich nehme die Säge. Meine Hand geht von selber wieder hoch. Das finde ich total cool. Ich glaube, wenn wir jetzt hier reinsägen, dann... Dann kriegt der Patient gleich mal ordentlich Schaden. Das sehen wir auch rechts oben. Der blutet übrigens auch an den Knochen, die schon gar nicht mehr an ihm dran sind. Das spricht für die große Realitätsnähe des Spiels. Absolut. So, wir schneiden dem hier mal schön die Lungen raus. Oder, oh Gott. Also ich muss irgendwie die Knochen aufschneiden und dann, ich glaube, die Lungen einfach rauswerfen. Probieren wir das mal. Ich lege die Säge mal weg. Und wir greifen jetzt mal so gut wir können hier, was wir können. Weg mit der Lunge. Weg mit jede Menge Knochenmaterial. Ist ja hier eine Knochenarbeit. Okay, habe ich was? Nee. Ich glaube, ich habe die zweite Lunge. Eieieiei. Die Säge beschädigt Knochen, die schon längst nicht mehr zu diesem Körper gehören. Egal. Ich hätte gerne... Ah, okay, ich sehe es. Die Knochen sind noch dran. Egal. Die Lungen sind jetzt mal draußen. Und jetzt kommt das Hauptproblem. Das Hauptproblem sehen wir rechts oben. Das Blutlevel sinkt nämlich enorm schnell. Wir brauchen ein Skalpell. Das habe ich inzwischen gelernt. Wow, ich habe Let's Player gesehen, die 5 Minuten gebraucht haben, um das Skalpell aufzuheben. Das war jetzt ein Glückstreffer. Okay. Ich muss irgendwie dieses Herz freischneiden. Ich glaube, das können wir vergessen. Ja, wir haben diesen Kerl in 4 Minuten 9 Sekunden getötet. Ich glaube, das können wir besser. Ich glaube, das kriegen wir auch schneller hin. Aber dazu vielleicht am Ende mehr. Ich möchte jetzt mal eine erfolgreiche Herztransplantation durchführen und werde das jetzt deswegen auch nicht... Click to begin. Ja, bitte. Werde das deswegen auch nicht mit der gefährlichen Säge machen, sondern mit dem offenbar effizienteren Hammer. So, erstmal kommt dieses Tuch hoffentlich weg. Ich könnte den Patienten offenbar ersticken. Meine Hand steckt im Tuch fest. Weg damit. Perfekt. Jetzt nehmen wir ganz ruhig den Hammer in die Hand. So. Nein. So. Oh ja, perfekt. Und jetzt... Bam, bam, bam. Jetzt brechen wir hier einfach mal alles auf. Ich habe mir das effizienter vorgestellt. Außerdem spackt meine Hand gerade so ein bisschen. Also nicht die echte, sondern die hier im Spiel. Wenn die echte auch noch so spacken würde wie hier im Spiel, hätte ich echt ein Problem. Okay, wir haben Hammer Time. Aber das war's offenbar auch schon. Der Kerl verliert hier nicht wirklich mehr Blut als durch diese Hammer Time Achievement-Sache da rechts oben. Wir entfernen mal fleißig, was auch immer wir entfernen können. Hammer Time sorgt offenbar dafür, dass wir hier diese gesamten Rippen auf einmal freibrechen. Was natürlich sehr praktisch ist. So, dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Klappt nicht so richtig. Nehmen wir einfach mal hier raus, was geht, und werfen das... Ja, ich würde es gerne nehmen. Da... Und werfen das hier so weit weg, wie es geht.
Übrigens nochmal zum Spiel. Wie gesagt, das ist läuft sogar im Browser, wenn ihr das Unity Plugin installiert habt. Und wer will, kann das deswegen auch einfach spielen. Wie gesagt, es ist kostenlos. Oder was heißt, wie gesagt, ich glaube, ich habe es bisher nicht erwähnt. Aber egal. Okay, das Skalpell zu nehmen ist offenbar nicht meine Schwierigkeit. Jetzt wird's aber interessant. Jetzt muss ich nämlich irgendwie die Arterien durchschneiden. Ja, es wird eklig, aber das habe ich ja schon prophezeit. So, solange da nichts blutet, kann ich irgendwas nicht richtig machen. Deswegen, es sieht gut aus. Ich glaube... Na? Irgendwas? Okay. Ich glaube, ich habe da was durchgeschnitten. Ganz ruhig. Legen wir das mal hier ab. So, und jetzt muss ich mal gucken. Kann ich das Ding nehmen? Ich würde gerne dieses Herz in meine Hand nehmen. Es scheint noch nicht ganz zu klappen. Ich glaube, da fehlt noch was. Aber ich bin auf einem guten Weg. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, ich möchte mal die Hand bitte wieder... So, viel besser. Okay, erstmal ein paar Knochen entfernen. Die liegen nämlich im Weg rum, wie blöde. Komm her. Na. Komm her. Mit allen Fingern gleichzeitig? Wow, der akzeptiert 5 Finger-Tastatureingaben. Ich wusste nicht, dass meine Tastatur das überhaupt unterstützt. Bin ich ja sehr stolz. Okay. So, und jetzt nehmen wir wieder das Skalpell. Ich glaube, ungefähr mit allen Fingern. Ja, vielleicht mit 2 Fingern. Ja, so vielleicht. Oh, filigran, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt schnibbeln wir da... vorsichtig. Schnibbeln wir da rum, so gut es geht. Ja. Ja. Oh, Moment. Oh Gott. Ich muss das Skalpell da rausholen. Oh, scheiße. Ich hab's. Ich sollte nie ein Skalpell im Kunden, wollte ich schon sagen, im Patienten liegen lassen. Dass es jetzt in meiner Hand drin steckt, finde ich auch nicht so toll. Ich kann damit bestimmt tolle Sachen machen, aber okay. So, jetzt würde ich mal gucken. Wir kriegen dieses Herz immer noch nicht raus. Das steckt noch fest. Ugh. Okay, also irgendwas ist da noch nicht ganz freigeräumt. Ups. Versuchen wir es doch nochmal hiermit. Mit diesem hübschen Ding. Wie Leute das in 27 Sekunden schaffen, das ist unglaublich. Das ist eine Koordinationsarbeit, das ist der Wahnsinn. Okay, Moment. Kann ich hier noch was aufschneiden? Dieses Ding beansprucht offenbar mehr Tasten, als ich zur Verfügung habe. Das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben das Herz... Oh, wir haben das Herz frei. Weg damit! Böses Herz. So, und jetzt keinen Mist bauen. Transmedics. Ich würde gerne hier diesen Transmedics-Korb öffnen. Ja. Dieses Herz mit allem, was ich habe, greifen und hier reinfallen lassen. Surgery complete. Looks fine to me. I'm sure he'll live. He'll live. Jawohl. A++ Rating. Ich habe noch nie jemanden mit einem schlechteren Rating gesehen. Offenbar sind wir in der Lage, Leute zu operieren. Da bin ich sehr stolz. Und um nochmal richtig zu beweisen, wie ich es drauf habe, werde ich jetzt mal zeigen, wie man das als erfahrener Chirurg macht. Also, erstmal weg damit. Moment, was passiert denn eigentlich, wenn ich das Herz hier wegschleudere? Ich glaube, dann bin ich sofort tot. Aber wir machen das viel lustiger. Wir nehmen einfach mal die Säge. Vielleicht ohne Klemmbrett, wenn es geht. Uiuiuiui. Klemmbrett in der Hand hat, glaube ich, noch niemandem gut getan. Wenn es möglich ist, würde ich das gerne irgendwo ablegen. Ja, da dürfte es nicht stören. Und vielleicht irgendwie die Säge greifen? Ich will diese Säge... Ah, da ist sie. Die halte ich zwar etwas komisch, aber das dürfte funktionieren. So, dann wollen wir mal hier ein bisschen rumschnibbeln. Okay. Jetzt fangen wir mal an. Wir schneiden hier mal ein bisschen die Knochen auf. Hier ein bisschen durch die Lungen durch. So ist gut. Irgendwie sind wir... Was die Handhaltung angeht... Aber das dürfte sich nicht negativ auf unseren Patienten auswirken. So, die Lungen dürfen... Oh, da ist das Spenderherz. Die Lungen sind jetzt allmählich frei. Ich glaube, ich muss diese Säge nochmal neu aufnehmen. Vielleicht so. Ja, werf sie doch einfach rein.
Bin mir sicher, dass das dem gut tut. Oh ja, okay. Oh, jetzt hier. Direkt an der Fingerspitze hier mit der Säge mal so richtig rein. Komm her. Und jetzt einfach nur... Ja. Mhm. Das sieht nach Fingerfertigkeit aus. Wir lassen die Säge mal da liegen. Könnten uns ja mal das Herz nehmen. Das soll ja irgendwann da rein. Tun wir das mal da rein. Dann hier noch ein paar Skalpelle. Je mehr, desto besser. Haben wir auf der Medizinschule gelernt. Deswegen befolgen wir mal diesen Rat. So, Skalpell 1. Einfach mal rein. Skalpell 2 und 3 oder so. Einfach rein da. Das wird ihm schon gut tun. Viel hilft viel, heißt es doch immer. Und so eine Säge ist dann immer so das Nonplusultra. Deswegen, komm, schön rein damit. Ja, sägen wir mal. Ah, was haben wir denn hier? Sägen wir dem mal schön alles weg, was geht. So, komm mal her. Her mit meiner Säge. Perfekt. So. Jawohl. Und jetzt einfach mal rein damit. Schön die Knochen durchsägen. Schön unser Spenderherz kaputt sägen. So machen wir das. Ah, ja, genau. Ungefähr in 2:40 schaffen wir es, einen Menschen zu töten. Ist das ein Grund, stolz auf uns zu sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gefällt mir dieses Spiel ganz gut. Die Steuerung ist gar nicht so schlimm, wie es andere, sagen wir mal, erwarten lassen oder vermuten lassen. Ich find's cool. Und ich würde sagen, ich verlinke das auch einfach mal in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das selber mal anzocken. Und ich würde sagen, das soll's mal gewesen sein mit diesem Special. Ihr habt eine Menge erfahren über meine Projekte, über den Kanal, über den aktuellen Stand und hoffentlich ein bisschen Spaß mit dem Surgeon Simulator gehabt und mit mir, mit eurem Nevano. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für ein halbes Jahr Unterstützung und auf eine tolle weitere Zeit. Bis zum nächsten Mal und bis dann.